das es für uns von Bedeutung ist. Ich nehme auch welches, Jonathan. Ich will eigentlich keinen Schutz nehmen. Deswegen schreibe ich das. Ich will mich da jetzt nicht auf eine Seite stellen, wisst ihr? Jonathan, Claro. Tayo. Ihr seid gerade nicht sehr hilfreich. Nicht so wirklich. Da schließe ich mich dir an, Tayo. Chiara, und dir ist nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Chiara, nein, überhaupt nichts. Cedric? Cedric, Pickeldi und Cedric. Der Typ ist ein Schleimbolzen, der mit Frauen spielt. Da sage ich doch, ein Arschkriecher. Erstes Treffen gleich voll alles schenken, was man schenken kann, auf besten Lover machen und ein paar Tage später fallen lassen und die nächste nehmen. Viele Kerle heutzutage, und das sag ich als Kerl. Und nein, ich bin tatsächlich nicht so. Chiara, vielleicht aber ein Mörder ist er nicht. Ich glaube, wir können ihn ein für alle Mal von der Verdächtigenliste streichen. Serena hat seine Unschuld ja quasi bestätigt. Yannick, dann bleibt uns nur die Fallakte. Wolf, du bist gerade unsere einzige Hoffnung. Übrigens bin ich wirklich nicht so, das war jetzt kein Witz. Aber es gibt leider viele, die so sind, einfach weil Frauen, viele Frauen sowas interessant finden, leider. Und wir stehen so auf Arschlöcher oder halt auf die, die halt nur ein bisschen schleimerisch sind, sage ich mal. Schleimerig ist leider so. Ist natürlich auch wieder nicht bei allen so, aber bei ist mir öfter schon mal aufgefallen, dass es durchaus einige gibt, die darauf anspringen und sich dann wundern, wenn sie nach ein paar Tagen, Wochen fallen gelassen werden. Aber bei denen, wo es sich vielleicht wirklich lohnen würde, die, sag ich mal, werden übersehen. Da, ne, die werden so, als ob die langweilig sind, die existieren für einen gar nicht so. Die sind dann halt auch nicht so drauf, dass sie halt denen hinterherlaufen und total den Druck schon fast ausüben und, ne, wisst ihr, was ich meine? Ja, ist schwierig heutzutage, ne, aber das Thema hatten wir schon öfter. Hoffe ich, soll sich jetzt auch natürlich niemand auf den Schlips getreten fühlen, ne? Das möchte ich dabei immer betonen. Ist ja auch alles hauptsächlich nur meine Meinung. Über Meinung lässt es sich streiten. Und ich höre mir da durchaus auch gerne andere Meinungen an oder lasse mich von Gegenteilen überzeugen. Gut, in dem Fall ist es ein bisschen schwierig vielleicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin dran, brauche noch etwas, hat Wolf noch geschrieben, genau. Hanna, hey, es gibt wieder Neuigkeiten zu meiner Mitbewohnerin. Ja, ich kürze es ab, die ist komplett wahnsinnig. Ach so, na dann, alles klar, tschüss. Was ist denn los? Das ist jetzt nichts Neues, ich verstehe nicht, wieso du überhaupt noch da bist. Was ist los? Was ist los? Ist das Party ging der Text so? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich vorhin nett mit dir unterhalten. Und dann mit der anderen auf einmal. Aber böse, sie hat sich nochmal für alles entschuldigt. Und sie war voll nett zu mir. Und warum ist sie dann wahnsinnig? Aber das klingt doch super. Aber es klingt doch super. Ja, das Aber kommt doch noch, das Große. Vielleicht finden wir jetzt heraus, was den Wechsel auslöst, dass sie die andere Identität annimmt. Hier, 15 Minuten später habe ich sie heimlich im Hausflur aufgenommen. Oh, jetzt geht's los. Ich drücke auf Play. Endlich. Die Zeit der Rache ist bald gekommen und die dumme Bitch ahnt gar nichts. Hör auf damit. Bitte tu ihr nichts. Warum bist du nur so böse zu ihr? Wie kannst du nur so etwas sagen? Sie ist hier die Böse. Dafür wird sie büßen. Was zur Hölle? Ich mach's nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen konntet. Ich halte es nochmal ein bisschen näher dran, ne? Endlich. Die Zeit der Rache ist bald gekommen. Und die dumme Bitch ahnt gar nichts. Hör auf damit. Bitte tu ihr nichts. Warum bist du nur so böse zu ihr? Wie kannst du nur so etwas sagen? Sie ist hier die Böse. Und dafür wird sie büßen. Was ist denn da für ein Schnaufen auf vor, ne? Man hört immer so. Okay, ja, boah, keine Ahnung. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Die hat doch nicht alle Latten im Zaun. Das wird immer schlimmer. Die ist doch voll Psycho. Ja, wird immer schlimmer. Aber was soll Henna denn?
also Hannah, denn getan haben, ne? Ist die Frage. Das kannst du laut sagen. Das wird ja immer schlimmer. Dieses Osterei da unten rechts triggert mich gerade irgendwie. Ich muss unbedingt hier weg. Ich habe voll Panik. Ich brauche jetzt erstmal ein wenig Zeit zum Nachdenken. Tschüss. Ich werde wohl die nächsten Tage bei Carina schlafen. Wer ist denn Carina schon wieder? Das ist eine gute Arbeitskollegin. Ah, das beantwortet meine Frage. Sie weiß über alles Bescheid. Sehr gut. Tu mir einen Gefallen und sag Mama und Papa bitte vorerst nichts davon. Die sollen sich keine Sorgen machen. Na, hab's ja wieder verheimlichen. Ich muss jetzt hier weg von hier. Ich melde mich wieder, wenn ich bei Carina bin. Okay, pass auf dich auf. Halt mich bitte auf dem Laufenden. Gib Bescheid, wenn du bei ihr bist. Wäre am besten, ne? Oh oh. Ich hoffe, sie wird jemals ankommen. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl gerade. Leute, schlechte Nachrichten, schreibt Wolfi. Das kennen wir ja mit den schlechten Nachrichten. Immer nur schlecht. Serenas Akte ist leider nicht online archiviert worden. Ist ja wie auf Arbeit, ne? Immer nur schlecht, immer nur Probleme. So wie ich dich kenne, hast du doch einen Plan B. Wo sonst werden denn solche Akten aufbewahrt? Und um das rauszufinden, hast du so lange gebraucht? Nichts sagen. Na klar, der hat bestimmt einen Plan B. Nämlich woanders reinhacken. Wolf verbessert. Das ist doch schön. Dein Vertrauen ist sehr schmeichelhaft. Oh oh. Aber ich muss passen, hab keine Ahnung. Na super. Das ist nicht gut. Vielleicht hat Henry noch eine Idee. Dann bleibt uns wohl doch nur die Asservatenkammer. Asa was? Aserbaidschan? Das kann ich dir kurz erläutern, Chiara. Ja, dann erläuter mal. Alle Originaldokumente werden in der Akte abgelegt. Diese erhält die Staatsanwaltschaft. Die Führung einer Fallakte erfolgt jedoch immer doppelt. Das finde ich aber schön, dass sie das nochmal klären. Eine identische Kopie verbleibt dabei in einem gesonderten Raum des Präsidiums. Und dieser Raum nennt sich wie, Chiara? Oh nee, ne? Nee. Chiara Aktenraum? Jonathan, Janik, ja. Oh nein. Oh nein. War das war doch bestimmt Absicht von ihr, oder? Komm, wir lachen mal. Kann aber auch jedem mal passieren. Naja, gut. Naja. Henry. Entschuldige, Chiara, aber in dem Fall kann ich leider nicht anders. Was kommt jetzt? Bist du dumm oder was? Geil, wie er da mitmacht, finde ich richtig witzig. Cool. Cedric, jetzt hört auf, euch ständig über Chiara lustig zu machen. Oh, da will aber einer ran. Danke, Cedric. Finde ich geil, wie er da tatsächlich diesen Smiley mitmacht. Hätten wir auch mal mitmachen müssen. Scheiße. Henry, zu mir leid, Chiara, lasst uns einfach im Thema bleiben. Janik, werden diese Akten auch 15 Jahre aufbewahrt? Die werden sogar 30 aufbewahrt. Henry, davon gehe ich stark aus. Nein, ich weiß nicht, wie lange die aufbewahrt werden oder werden müssen. Stark geht er aus. Nach und nach werden ältere Fallakten zwar archiviert, aber ein Selbstmord wird dabei kaum Priorität haben. Tayo, okay, ich fasse zusammen. Ja? Tayo? Tayo? Ah, Tayo. Wir müssen also an eine Akte kommen, die sich in einem gesicherten Raum befindet, in einem Polizeirevier, in dem es nur so von Polizisten wimmelt. Und dessen Hauptkommissar uns auf dem Kieger hat. Du hast es sehr gut erfasst, Tayo. Ist doch kein Problem. Ein Kinderspiel, sag ich doch.
Ist doch ganz easy. Vielleicht gibt es auch was Digitales und wir können uns reinhacken. Yannick, wartet mal. Sebastian hat doch Kontakt zu Strassers Sohn. Was? Zu wem? Chiara, du meinst Timon? Nein, Pumba. Kommt das jetzt wieder als Antwort? Yannick, genau, dem sollte doch auch daran gelegen sein, dass seinem Vater geholfen wird. Ja, eigentlich schon, ne? Hat er recht. Cedric, stimmt, dass dein Vater kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht, sollte Timon ja inzwischen mitbekommen haben. Gute Idee, Yannick. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass er da mitspielt. Kann mein Glück ja mal versuchen. Ich finde es eine gute Idee. Finde ich wirklich gut. Sorry, meine Nase läuft gerade. Fühlt euch davon nicht gestört, bitte. Ja, ich könnte meinen süßen Po drauf verwetten. Ich dachte, jetzt kommt sonst was. Dass Timon da nicht mitspielt. Ihhh, Affen-Smiley. Der frühere Ghosting-Smiley der Frauen. Cedric, bitte tu das nicht. Wäre schade drum. Yannick, think positive. Ja, irgendwas müssen wir doch aber probieren. Sebastian macht das schon. Ja, natürlich. Mal gucken, vielleicht macht das ja auch die süße Elke. Und was machen wir anderen währenddessen? Däumchen drehen. Bekommst inzwischen richtig mit der Angst zu tun. Das Geistermadel. Ich sehe sie auch schon. Ja. Mei, entschuldige Tessa. Ich meine natürlich Sarina. Schon gut, Elke. Das war kein Thema, das ist nicht mehr meine Schwester. Serena hätte uns das niemals angetan. Der Prof ist wieder auffällig ruhig, ne? Ich will's nur erwähnen. Yannick, ich muss Elke zustimmen. Hab satt, hier nur rumzusitzen und auf unseren Tod zu warten. Ja, genau das ist es. Wir haben als Anhaltspunkt immer noch das Krankenhaus. Ihr könnt versuchen, mehr über Serenas Studienzeit zu erfahren. Ihr könntet nach weiteren Hinweisen in dem Geistervideo suchen. Ja, Krankenhaus ist der aktuellste Anhaltspunkt, ne? Klar, man könnte herausfinden, was sie da gemacht hat vielleicht, ne? Na komm, das nehmen wir mal. Klar, sie hatte ein Verhältnis mit dem Leitner, aber vielleicht hat sie ja da auch noch was anderes getrieben. Teil der Leitner ist doch unschuldig. Ja, aber vielleicht hat sie doch... Na gut, dann nehmen wir irgendeinen anderen Vorschlag. Ich wüsste nicht, was uns hier noch weiterbringen könnte. Toll. Kommt wenigstens der Vorschlag, der jetzt richtig gewesen wäre, oder habe ich jetzt verkackt? Cedric, Jonathan, warum so schweigsam? Du gibst doch sonst auch überall deinen Senf dazu. Oh oh. Ah, er schreibt. Sorry, ich bin an was anderem dran. Wo dran? Tayo, nachdenklicher Smiley. Cedric, Alter, was soll das wieder heißen? Ja, an was anderem. Das werdet ihr erfahren, wenn ich Gewissheit habe. Toll. Oh, der Prof. Da ist er ja mal wieder. Nach 1000 Nachrichten. Jonathan, ich bitte Sie, das ist nicht die richtige Zeit für Alleingänge. Ja. Sagt dir der nie was sagt. Ja, der Prof hat recht, Jonathan. Wir sitzen alle im selben Boot. Naja, nicht alle. Tayo, ganz toll. Jetzt ist er aufgegangen. Super. Und jetzt? Passiert wieder nichts? Private Nachricht. Cedric, hey, ich weiß, ist jetzt gerade kein guter Zeitpunkt. Aber ich brauche dringend deinen Rat. Okay, aber mach hin. Lass hören. Ja, lass hören. Oder lesen. Lass lesen eher. Vielleicht machst du auch nur Memo, dann passt das. Mir geht der Scheiß mit Chiara und dem Leitner nicht aus dem Kopf. Okay. Ich komme damit gerade nicht klar. Okay. Dass der Miska sie so derb verarscht hat. Das ist schon blöd. Chiara hat das nicht verdient. Du hast sie wohl echt gerne, okay. So sentimental kenne ich dich gar nicht. Und wieso erzählst du mir das? Boah, okay, er scheint sie wirklich gern zu haben. Muss man ihm lassen dann. In dem Fall.
Ist ja auch kein großes Geheimnis. Ach man, das hättest du ihr, das musst du ja direkt sagen und nicht immer blöde Witze machen. Schon seit dem ersten Semester, als ich sie das erste Mal sah, war ich sofort in sie verknallt. Sei froh, dass du irgendwie an sie rankommen könntest. Auf irgendeine Art. Und wenn ich ehrlich bin, ist sie mit einem Grund, warum ich die ganze Scheiße hier durchstehe. Ich weiß, es hört sich wirklich bescheuert an. Ja, es tut's wirklich. Nein, tut es nicht. Tut's auch nicht, finde ich. Du kennst Chiara doch von allen am besten. Ihr beide seid doch gut befreundet. Ich hoffe so sehr, dass du mir einen Rat geben kannst. Ich würde dich gerne, ja. Ein bisschen kuppeln. Jetzt, da ich eh nicht mehr viel zu verlieren habe. No. Meinst du, ich sollte ihr endlich gestehen, was ich für sie empfinde? Ja, ich denke, du sollst es ihr sagen. Klar, Schiff machen. Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt für ein Liebesgeständnis. Nein, es gibt keinen Fall. Also eigentlich, man denkt, es gibt immer einen falschen Zeitpunkt. Also, wenn es einem selbst geht, gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. So, ne? Wenn man es immer verschiebt quasi. Was, wenn sie mir einen Korb verpasst und ich wäre ein peinlicher Idiot dastehen? Dann hast du Gewissheit. Das wird nicht der Fall sein, dann kannst du es eh nicht ändern. Das tust du doch eh schon. Wir haben echt gerade andere Probleme. Dann kannst du es nicht ändern. Komm, das wird nicht der Fall sein. Wir muntern ihn mal auf. Und dann wird es der Fall sein. Dann trifft mein Lieblingssyndrom wieder zu. Scheiß drauf, ich mach's. Genauso. Genauso musst du es mal machen. Vielleicht haben wir nur noch wenige Tage zu leben. Ich möchte diese Ungewissheit nicht mit ins Grab nehmen. Ich drück dir die Daumen. Wird schon schief gehen. Halt mich auf dem Laufenden. Ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Bist ein echter Bro. Danke. Und ich dir bei deinem Gespräch mit Timon. Dankeschön. Denn werden wir das jetzt führen, oder? Da ist er, Timon Strasser. Hi Timon. Ich bin's mal wieder. Wir haben einen Anschlag auf dich vor. Ich habe eine große Bitte an dich. Dieses Profilbild, ne? Om nom 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 nom. Mein Alter hat mir jeglichen Kontakt zu euch verboten. Außerdem habe ich null Bock auf so eine kranke Sekte wie euch. Warte, du hast sicher mitbekommen, dass sich dein Vater in letzter Zeit merkwürdig verhält. Ja, er hört irgendwelche Stimmen und sieht komische Dinge. Was das wohl ist? Ihr und eure scheiß Sekte seid daran schuld, dass mein Vater langsam die Nerven verliert. Das ist es nicht. Dieses Geistervideo hat deinen Vater mit einem tödlichen Fluch belegt und um diesen zu brechen, benötigen wir eine Akte, die in der Asservatenkammer liegt. Du musst uns nur helfen, an diese Akte zu kommen. Du rettest somit nicht nur unser Leben, sondern auch das deines Vaters. Na gut. Klingt wirklich ein bisschen strange. Ihr habt doch einen Vollschlag. Wie krank seid ihr denn? So viel kann ich gar nicht kiffen, dass ich euch den Mist abkaufe. Zieht mich nicht mit in euren illegalen Scheiß rein. Das funktioniert ja super. Lass mich in Ruhe, oder ich erzähle das hier alles meinem Vater. Du musst doch nichts mehr tun, als mir einen Schlüssel zu geben. Dein Vater wird nichts davon erfahren, versprochen. Okay, vergiss alles, was ich dir geschrieben habe. Ja, er wird nichts erfahren, versprochen. Er will es ihm noch erzählen. Komm, ich nehme mal das. Ich probiere es einfach, dran zu bleiben. Du hast doch echt einen Dachschaden. Nein heißt nein. Oh Mann. Mach doch einen creepy Shit alleine. Danke für nichts, Arschloch. Bitte, Timon. Schon okay, hab's verstanden. Du hättest auch was gut bei mir. Nichts sagen. Ich weiß nicht, was ich da antworten soll. Zieh Leine. Das war wohl die falsche Antwort. Jetzt kommt die schon wieder. Hallo Sebastian, ich liebe dich immer noch. Ich habe gestern Nacht kaum geschlafen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Musste die ganze Zeit an uns denken. Wieso bist du plötzlich so kalt zu mir? Ich bin doch nicht kalt zu dir. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir etwas.
Nein. Früher haben wir uns auch immer alles gesagt. Hast du nicht auch gemerkt, dass wir als Freunde besser funktionieren? Ich weiß ja, aber gib mir bitte noch etwas Zeit. Ich weiß es nicht. Oh Mann, wir sind doch an Nora dran und ich will eigentlich auch gerne an ihr dran sein. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde mir gern wissen, ob wir uns beide krallen können. Ich will nicht um deine Liebe betteln. Du bist und bleibst ein Teil von mir, Sebastian. Ich liebe dich über alles auf dieser Welt. Bitte lass mich nicht gehen. Oh Gott, die kämpft aber schon echt doll um uns, ne? Die ist schon ein bisschen... Charakterlich eigentlich, glaube ich, ist die schon ein bisschen... Ist schwer einzuschätzen natürlich, ne? Aber ich glaube, die liebt uns halt richtig doll, so. Bei der Nora kann man es schwer sagen. Klar, Nora ist ein heißer Feger und interessant und alles. Aber könnte auch sein, dass Nora wirklich nur, ne, wisst ihr, was ich meine? Ich will sie jetzt nicht irgendwie abstempeln, aber kann natürlich auch sein, dass sie halt so ein bisschen, ja, vielleicht uns nicht zu 100%ig liebt, so wie Lea, ne, sondern auch ein bisschen vielleicht einfach unseren Körper gerne lieben möchte, wenn ihr wisst, was ich damit ausdrücken möchte. Ohne sie halt irgendwie, ne, abstempeln zu wollen. Wir gehen ja darauf ein. Wir wollen ja auch ihren Körper gerne lieben. Und das überspult ihr jetzt einfach. Chiara hatte recht, Leute. Timon hat mich abblitzen lassen. Satz mit X, Timon droht, seinem Vater von unserem Plan zu erzählen. Wenn du mal knallen würde, wäre bei Timon das ganze Jahr Silvester. Komm, das nehmen wir mal. Er ist jetzt ebenfalls der Überzeugung, wir wären eine durchgeknallte Sekte. Ja, super. Chiara, shit, und jetzt? Jetzt werden wir alle sterben. Wie könnten wir denn sonst noch an diesen Kammerschlüssel kommen? Vielleicht ist das Jonathans Idee. Vielleicht mit einem 3D-Drucker. Was? Das geht? Puh, vielleicht? Nein, Chiara, Jonathan versucht nur krampfhaft witzig zu sein. Ach, Jonathan, ey, du bist echt ein... Elk Schmidt, C-Fix, da müssen wir ohne die Akte wiederkommen. Oder ich spreche mit dem feschen Herrn, dem Timon, ich schaff das bestimmt. Kannst du ja auch versuchen, ne? Nimm's mir nicht übel, Elke, schreibt Cedric. Aber das lassen wir besser. Na, lass sie doch. Morn's nett? Yannick, Elke, du bist der Knüller. Oh, Emilia Strasser? Ich geh mal ran, ne? Hallöchen. Hi, ich bin Emilia, Timons Schwester. Ich habe von meinem Bruder gehört, dass ihr in die Asservatenkammer wollt, um an irgendwelche wichtigen Informationen zu kommen. Ich habe mich entschlossen, euch zu helfen, meinen Vater zuliebe. Die wirkte gerade so ein bisschen arrogant, ne? Ich dachte gerade, die will uns jetzt voll einen reinwürgen, aber... Cool. Das heißt, das riecht hier gerade wieder nach einer Insta-Seite. Ach ja, Emilia. Tochter von Kommissar Strasser. Sie scheint bedeutend einfühlsamer als ihr Bruder Timon zu sein. Ihrem Vater zuliebe will sie uns helfen. Da bin ich wieder, sorry, du warst auf einmal weg. Ich kann auch wiederkommen. Never regret anything that made you smile. Beziehungsstatus 50. Profilbild gucken wir uns mal an. Mhm. Medien, das kennen wir. Folgt mir auf Insta. Da ist wieder das Insta-Profil. Dann gucken wir mal hier rein. In die Bilderchens. Da sind die beiden drauf. Da sind sie auch zu zweit. Die scheinen sehr viel miteinander zu machen. Finde ich aber cool. Mhm. Aha, kennen wir. Ja. Black Lives Matter. Cool, das ist ja sehr modern sozusagen. Das passt ja gut in die Zeit gerade. Ja, das ist ja auch Absicht, ich weiß. Es ist ja auch recht neu noch das Spiel. Da sind wir ja die beiden. Okay, gucken wir mal auf Insta. Ich hoffe, ja,